Zitat von Bergoglio von 3. August 2023. Wenn wir die Struktur der Schöpfungsgeschichte sehen, die eine mythische Geschichte im wahren Sinne des Wortes Mythos ist, denn Mythen sind eine Form des Wissens. Im allgemeinen Verständnis ist Mythos eine Fabel und Unsinn ein Märchen. Die Mythologie repräsentiert das Unwirkliche. Bergoglio relativiert bewusst den Glauben an Gott, den Schöpfer. Das heißt den Glauben, der durch eine vernünftige Kenntnis der Realität gerechtfertigt ist, und verlegt ihn in den Bereich der Mythen, also der Mythologie und der Märchen. Damit stellt er den ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses in Frage. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Zitat von Bergoglio vom 2. August 2023 in Lissabon. Nach der klassischen Mythologie ist Okeanos der Sohn des Himmels. Seine Weite führt die Sterblichen dazu, nach oben zu schauen und sich zur Unendlichkeit hin zu erheben. Gleichzeitig ist Okeanos aber auch der Sohn der Erde, Gaia, die er umarmt und so dazu einlädt, die gesamte bewohnte Welt in Zärtlichkeit einzuhüllen. Bergoglio verwendet verbale Manipulationstaktiken, um Sympathie für die Mythologie, also für Märchen, und die Offenheit gegenüber dem Unwirklichen zu wecken. Sein Ziel ist es, die Herzen der Jugendlichen dafür zu öffnen, den Pseudoglauben anzunehmen, durch den das Heidentum die Schöpfung als göttlich verehrt. Damit lehnt er den wahren Glauben an Gott, den Schöpfer, ab und begeht Synkretismus. Der Apostel Paulus verurteilt diesen Pseudoglauben und warnt davor, dass Gott solche Menschen bestraft. Sie verfallen der moralischen Verderbtheit. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht, Verderbtheit. Zitat von Bergoglio vom 3. August 2023 in Lissabon. Vergesst nicht, dass wir eine ganzheitliche Ökologie brauchen, dass das Leiden des Planeten gehört werden muss. Am Vortag behauptete Bergoglio, dass Okeanos der Sohn der Mutter Erde Gaia sei. Seine zweideutige Sprache zielt darauf ab, die klaren christlichen Glaubens- und Moralwahrheiten durch heidnische Mythen zu ersetzen und diese Mythologie in die Messe zu übernehmen. Dies hatte er bereits bei der Amazonas-Synode versucht. Dort verkündete er die sogenannte ökologische Bekehrung, was bedeutet, sich mit sogenannten territorialen Dämonen in einem bestimmten Gebiet zu vereinen. In diesem Jahr hat einer seiner Anhänger in Mexiko als Reaktion auf Bergoglios diskrete Forderung den sogenannten Maya-Ritus der Messe mit heidnischen Elementen vorbereitet und eingeführt. Der sogenannte Principal, der auch eine Frau sein kann, und der Weihrauchmeister scheinen manchmal wichtiger zu sein als der Priester. Die Frage ist, ob es sich dabei um eine sakrilegische Situation oder um die vollständige Austreibung des Heiligen Geistes und damit um die Ungültigkeit einer solchen Pseudomesse handelt.
Bergoglios Anhänger manipulierte daraufhin die anderen mexikanischen Bischöfe, die dieser Satanisierung der Messe gedankenlos zustimmten, ohne sich der tragischen Folgen bewusst zu sein. Jetzt müssen sie Buße tun, andernfalls droht ihnen die Strafe der Exkommunikation, des Ausschlusses aus der Kirche. Zitat von Bergoglio vom 2. August 2023 in Lissabon. Bitte verwandelt die Kirche nicht in ein Zollhaus. Nein, die Kirche ist nicht dies. Gerechte und Sünder, gute und schlechte Menschen, alle. Von wem wird das gesagt und zu welchem Zweck? Das sagt der ungültige Papst Franziskus, der alle Grundpfeiler des Glaubens, die immer eine Garantie für die Erlösung darstellten, verneint hat. Und damit hat er sich das Anathema Gottes, den Fluch und den Ausschluss aus der Kirche zugezogen. Es versteht sich von selbst, dass jemand, der wegen Verbrechen gegen Gott und die Kirche exkommuniziert wird, nicht der Stellvertreter Jesu Christi sein kann. Er ist ein Usurpator, der die katholische Mentalität des blinden Gehorsams gegenüber dem Papst ausnutzt, was der Offenbarung Gottes widerspricht. Wenn jemand, auch ein Engel vom Himmel, ein anderes Evangelium predigt, so sei er verflucht, Anathema ausgeschlossen. Was ist das Ziel von Bergoglio? Durch den Missbrauch der höchsten Autorität will er die Kirche Christi in eine satanische Antikirche des New Age verwandeln. Ja, durch Täuschung und Lügen will er Bischöfe, Priester und Gläubige mit sich ziehen. Alle. In einer solchen Pseudokirche gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Gut und Böse, zwischen Gerecht und Ungerecht. Diese Bergoglio-Sekte führt alle, wirklich alle, in die Hölle. Zitat von Bergoglio vom 5. August 2023 in Fatima. Das ist das Haus der Mutter, und eine Mutter hat immer ein offenes Herz für jedes ihrer Kinder. Für alle, ohne Ausnahme. Genau in Fatima rief die Mutter Jesu alle ihre Kinder, alle zur Buße auf, denn sie als unsere Mutter möchte, dass ihre Kinder gerettet werden. Aber es gibt das Geheimnis der menschlichen Freiheit, die Gott respektiert. Gott liebt auch alle Menschen und will, dass alle gerettet werden. Und deshalb muss Buße gepredigt werden. Jesus, der für uns alle gestorben ist, wusste, dass sein Leiden für viele vergeblich sein würde. Das liegt daran, dass viele Menschen die Wahrheit nicht lieben und sie aus Stolz ablehnen. Sie werden auf ewig verdammt sein. Sie haben sich entschieden, sich mit dem Bösen zu vereinen und haben sich endgültig geweigert, Buße zu tun. In Übereinstimmung mit dem Evangelium warnt unsere liebe Frau von Fatima alle ihre Kinder, alle vor der Hölle. Auch Jesus warnt mehrmals,
Aber Bergoglio bringt diese Stimme zum Schweigen oder verzerrt sie, damit alle auf seine superreligiösen Phrasen hereinfallen, die vom Geist des Antichristen inspiriert sind und am Ende in die Hölle fahren. Zitat von Bergoglio vom 2. August 2023 in Lissabon. Wenn eine kirchliche Bewegung oder eine Diözese Proselytismus betreibt, ist das nicht christlich. Christlich ist einzuladen, willkommen zu heißen, zu helfen, aber ohne Proselytismus. Bergoglio bedient sich der Lüge und der Manipulation. Er bezieht sich auf die wahre Mission in einer abwertenden Weise als Proselytismus. Jesus sagte zu den Aposteln: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Mit seiner Demagogie setzt Bergoglio der wahren Mission ein Ende. Er ersetzt das Evangelium durch ein Anti-Evangelium. Übernimmt die sogenannte heidnische Kultur und die Praxis der Weihe an Dämonen. Er selbst hat unter der Leitung eines Schamanen in Kanada einen Präzedenzfall geschaffen. Diese Satanisierung der Kirche steht auch im Mittelpunkt seines synodalen Weges, der ins ewige Verderben führt.